Hallo Internet, hier ist euer Shitskater Alex. Im heutigen Video zeige ich euch meine neuen Achsen, die Thunder Hololights. Ne? Thunder, mit TH, die sehen doch schon richtig schön aus. So, hier rechts, das sind meine alten Achsen, das sind ganz normale Venture. Die Thunders, die sehen einfach so schon viel leichter aus. Guck mal hier, die Baseplate. So als Vergleich. Ja, da kann man sogar durchgucken. Moment. So, jetzt habe ich's. Guck. Die sind halt komplett hohl. Aber guck mal hier bei meinen Venture-Achsen. Hier die eine, die ist irgendwie total schief. Hier sieht man's. Die ist so. Warum auch immer. Weiß ich nicht, was das soll. Ja, die Venture-Achsen sind so noch ganz gut. So, hier nochmal die neuen. Ah ja, sehen die schön aus. Die glänzen. Ich vergleiche die neuen Achsen jetzt auch mal mit meinen alten so ein bisschen. Ob ich im Lenkverhalten einen Unterschied merke. Weil viele sagen ja, Venture-Achsen, die würden nicht lenken. Dann gucken wir uns die jetzt mal an. Ne? Hier ist der Abschnitt, wo ich am schnellsten fahre. Also hier die Rampe runter, pushen, dann hier hoch und Olli. Und ich habe es jetzt sehr weich eingestellt. Mal gucken, ob meine Beine wieder anfangen zu zittern. Also ich habe die jetzt sau locker gehabt. Hier sieht man, wie ich sie eingestellt habe. Also sie sind noch sehr weich. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass ich irgendwie Speedwobbles kriege. Also fühlt sich sehr gut an. Beim Lenken. Aber ich glaube, ich werde sie nach und nach doch ein bisschen enger ziehen. So, jetzt drehe ich mal ein paar Runden mit meinen alten Venture-Achsen. Also im direkten Vergleich, die lenken viel schlechter, die Venture-Achsen. Ich habe sie jetzt versucht, genauso weich einzustellen wie die Thunders. Und das Gefühl ist halt beim Lenken, also im ersten Moment passiert irgendwie gar nichts. Es fühlt sich sehr schwer an und dann auf einmal lenken sie. Und hier bei denen hast du direkt von Anfang an so zack, zack. Ne? Jetzt mit Wheelbites, keine Ahnung, kann ich nichts sagen. Hatte ich bei den Venture auch nie viel Probleme gehabt. Ah, Alter, ist das so heiß. Naja, Lenkverhalten ist auf jeden Fall tipptopp, tippitoppi. Jetzt gucke ich mal, ob ich was vom Gewicht spüre, weil die wiegen so 300 Gramm eine Achse. Die Venture-Achsen, da wiegt eine so 350 oder 360 Gramm, keine Ahnung. So, jetzt die Ventures. Also bei dem 180 merkt man richtig, wie da mehr Gewicht unter den Füßen ist. Ich probiere jetzt mal noch einen Heelflip. Okay, keine Ahnung, ey, ich habe den jetzt 100 Mal versucht. Ich kriege den nicht hin. Egal. Aber das ist echt krass, bei dem 180 merkst du wirklich, wie viel Gewicht du unter den Füßen hast. Wenn du den so ziehst, das fühlt sich echt komplett anders an. So, was macht man noch mit Achsen? Ja? Grinden. Guck mal, wo man die hier machen. Hier haben wir ja ein bisschen was. Oh, das ist ein Flieger. Und Vogel. Hallo. Oh, leck mich am Arsch, ey. So, wo grindet man dann jetzt hier? Also entweder da an dem Handrail. Hier könnte man noch runterfetzen. Oder da. Oder da. Ja, ich würde sagen, mal grinde hier runter. Dann gucken wir mal. War doch gar nicht so schlimm. So, nee, komm. In Schweich kann ich grinden. Dann gehe ich mal dorthin.
ja, sorry, ich konnte jetzt nur 50-50 Grind machen, aber der hat sich schon sehr, sehr schön angefühlt. Schon hat jetzt noch keine Einkerbung hier. Deswegen bin ich am Anfang, als ich den geübt habe, bin ich noch so ein bisschen hin und her gerutscht. Aber man rutscht sehr gut mit denen. Das war's auch schon wieder mit meinem Video. Also ich kann auf jeden Fall sagen, wenn man das Geld hat, dann lohnt sich die Achse auf jeden Fall. Die Venture-Achse sind halt viel billiger. Ich glaube, die Venture sind halt eher besser, wenn man die Achsen relativ hart fährt. Man hat halt mit den Achsen einen ziemlich großen Abstand zwischen den Rollen und das bringt halt viel Stabilität. Aber deswegen wird der Wenderadius halt kleiner. Ja, muss halt jeder gucken, womit er am besten klarkommt. So, ich roll jetzt noch ein bisschen hier rum, ohne Kamera. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin so am Schwitzen, ey. Hier ist schon Wetter wie in Hongkong. Ah, lecker. Ja, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Shitskater Alex. Tschüss.